Ein herzliches Willkommen aus der Altstadt mitten im Herzen von Baku, dem Austragungsort des Großen Preises von Aserbaidschan. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, aber auch der engen Kurven und der wenigen Auslaufzonen sind wir heute relativ sicher, dass wir einen Safety Car erleben werden. Die Fahrer sind also gut beraten, wenn sie ein bisschen vorsichtig zu Werke gehen. Der Baku City Circuit hat eine Länge von ungefähr 6 Kilometer und bietet 20 Kurven sowie zwei DRS-Zonen. Die komplette Strecke geht durch die Stadt. Das Herzstück ist die Fahrt durch die Altstadt und dabei sieht man sogar die mittelalterliche Stadtmauer. Doch so schön die Kulisse auch sein mag, diese Strecke ist extrem anspruchsvoll. Der kleinste Fehler kann hier katastrophale Auswirkungen für die Fahrer haben. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Richards startet aus der Pole Position und Alexander Albon steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Bottas, Verstappen, Lewis Hamilton und Sainz, Stroll, Perez, Norris und Charles Leclerc. Ricardo, Vettel, Esteban Ocon und Gasly, Kvyat, Russell, Kevin Magnussen und Antonio Giovinazzi. Schumacher, Latifi, King und Kimi Räikkönen rundet die Startaufstellung ab. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, und damit herzlich willkommen zurück in Baku. 13 Runden stehen heute hier an. Ich stelle kurz noch kurz meine Rennstrategie ein. Ich denke, 17 Runden Sprit bisschen oder 17 Runden, um ein bisschen zu pushen noch. So. Ja, wir starten dann vor der Pole, unsere zweite in der Saison, weil die erste, die war ja in den Niederlanden. Da hat es uns nicht Glück gebracht und hoffentlich schaffen wir es, heute einen Sieg mit nach Hause zu nehmen. Los geht's. So, zweite Pole der Saison und hoffentlich funktioniert das. Und ich hoffe. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Ja, und ich hoffe, dass diesmal auch das mit der Audiospur passt. Ich habe das blöde Gefühl, dass ich es vergessen habe, die Audiospur mitzuschneiden in den beiden in den Trainings und in der Qualifikation gestern. Ich hoffe, dass es so trotzdem funktioniert hat. Ich mache das ja ganz einfach über die Share-Taste, über die Party und so. Nur ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Naja, ansonsten habt ihr jetzt nur mal mich im Rennen heute. Ja, zweite Pole der Saison, wie gesagt, in Baku. Ich hätte aber niemals damit gerechnet, dass wir auf der Strecke hier noch die zweite Pole holen und nach Monaco und jetzt im fünften. Radar is clear. Weather is looking good for now. Nach dem unerwarteten fünften Rang in Monaco 10 wichtige WM-Punkte hoffe ich, dass ich hier in Baku nachlegen kann. Vielleicht sogar mit einem Sieg das Ding nach Hause zu fahren. Aber wie gesagt, wir haben gute Prominenz hinter uns. Wir haben Albon hinter uns, wir haben Bottas hinter uns, wir haben Verstappen und Lewis mit hinter uns. Also die beiden Red Bull und die beiden Mercedes quasi abwechseln. Ferrari noch ganz hinten auf 10 und 12. Also ja, mal gucken, wie es wird. Vielleicht können wir unsere zweiten Saison Sieg holen. Ja, unseren ersten, unser dritten Karrieresieg, so ist es dann richtig. Kanada haben wir gewonnen, letzte Saison und Brasilien, das sind zwei Superstrecken gewesen, habe ich mich drauf gefreut. Und ja, mal gucken, was halt rauskommt. Kanada ist für uns die nächste Strecke, die wir uns in einer Woche angucken, da freue ich mich auch schon drauf. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, volle Konzentration auf diese 13 Runden hier auf dem Baku City Circuit. 6 Kilometer, 20 Kurven und das Ganze 13 Mal trennen uns von unserem, wie gesagt, ersten Saisonsieg und dem dritten Karrieresieg. Aber es wird nicht ganz einfach werden. So, jetzt mal nimmt der Computer und sagt dann, ja, Albon, geh mal ruhig vorbei. Hoffentlich macht das nicht im Rennen. So, okay. Volle Konzentration. 22 Fahrer oder 21 stehen jetzt hinter uns und die rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Natürlich müssen wir jetzt warten, bis da Kimi Räikkönen und so in die ihre Boxen, die Bucht gefahren sind, die beiden Williams dazu.
Und jetzt geht's in wenigen Sekunden hier los in Baku, wie gesagt, 6 Kilometer lang, 13 Runden stehen und trennen uns hier vom ersten Sieg, vom ersten Saisonsieg. So, der Start ist gut gelaufen, wir konnten die Führung behaupten gegen Alexander Albon. Sehr gut, das hat funktioniert schon mal. Na super, hat schon toll funktioniert, habe ich doch gerade gesehen. Na, ich muss da tatsächlich doch noch eine Rückblende reinsetzen, direkt in der ersten Runde. So, jetzt haben wir es doch noch behaupten können. Ah, da sind schon mal die Bremsen noch nicht so warm, wie ich das gerne gehabt hätte. Naja, jedenfalls führen wir schon mal zu Beginn dieser Runde. Zu Beginn dieses Rennens das Feld an. Na gut. Zum ersten Mal die Altstadt, wenn die Bremsen auf Temperatur sind, dann soll das funktionieren. Ja, es hat sich nichts wirklich groß geändert jetzt momentan hinter uns. Es sind immer noch die von vorne. Und wir können es immer wieder ein bisschen absetzen hier. Ich nehme natürlich jetzt wieder ein bisschen mal den Zug nach hinten raus. Scheiße, da bin ich ein bisschen an die Wand rangekommen. Einen kann ich blocken, den zweiten kriege ich nicht hinter mir weggeblockt. Das ist natürlich jetzt alles andere als gut, dass da... Ja, danke schön, Lewis Hamilton. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ach Mann, ich krieg's gerade mit den Motten, Alter. Da drückt der. Ja, der Albon kam immer weiter rübergezogen. Und das hasse ich wie die Pässe. Du willst es da noch angreifen und noch mitziehen? Jetzt hat es funktioniert. Ich wollte rüberziehen, irgendwas hat gerade den letzten Schlag gegeben. Und so, Bottas ist jetzt vorbei an Albon. Sorry, dass ich jetzt immer wieder mal eine Rückblende reinsetze. Aber ich will dieses Rennen eigentlich gerne auch beenden. Oder zumindest hier was reißen. Aber das hat ja... Aber ich glaube, ich bin zu nah angefahren beim Rausziehen, weil ich wollte ja rausziehen und den Konter an quasi wieder. Naja. Da kehrst du ja drin. Und wir gerade werden sie wahrscheinlich eh wieder angreifen können. Den ersten kriege ich, den ersten darf ich blocken, aber den zweiten halt nicht. Okay, we've lost a position. That's us down a place. We're approaching the pit window. You'll be on the hards. Also bin ich auf Hards. Kollision mit Bottas verursacht, okay.
Medium wäre mir lieber. Okay, clear. So, das Gelb war irgendwo gerade kurz hinten. Klar, dass die mich immer wieder auskontern wollen auf der langen Geraden. Wie gesagt, einen Move darf ich machen, den habe ich kurz gemacht, den zweiten konnte ich machen. Da musste ich verhungern lassen, aber ich krieg's immer wieder auf der langen Geraden gekontert am Ende. Sorry auch für den kleinen Rennplan. Aber immer wieder dieses Problem, wenn du dann da rein willst und da steht doch ein drittes Auto daneben. Oh Gott. A new strategy is available on the MFD. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich gerade nicht zu eng gekommen am Fahren. Weil der Bottas noch, weil der Verstappen noch daneben ist. Ja, Glück gehabt. Das hat gepasst. Ich sagte gerade, neue Strategie ist, aber die brauche ich gerade nicht. Vielleicht fahre jetzt die Reifen ein bisschen ein. So, auf der langen Geraden, die sind 1 Kilometer lang, also mit der 11 machst du hier relativ viel. Sorry. Ich musste wieder in die Lücke da rein, um die Kurve anzusetzen. Ich wollte eigentlich nur den ersten Weg blocken, den zweiten nicht ganz. Aber ich muss doch diesen Weg rüber machen, wieder um in die Kurve, vernünftig in die Kurve reinzukommen. So, 9 Runden haben wir noch hier in Baku. Wir führen das Rennen momentan an. Sind aber schwer unter Druck kommen wir in meinen Red Bull. Klar. Ich möchte mir jetzt nicht den Sieg noch wegnehmen. Also dieses Ding möchte ich gerne nach Hause fahren. Ja, ich muss hier ein bisschen verteidigen, ne? Also Ausfälle haben wir noch keine bisher, sondern nur rein. So, Bottas ist ein bisschen zurückgefallen. Jetzt ist momentan nur noch Vierter. Den hatten wir ja auch schon an der Backe kleben, genauso wie Albon. Momentan ist es aber auch Albon, der wieder auf das Zopf vorbeigegangen ist. So, ich block die jetzt hier wieder ein bisschen weg. Ich glaube, ein, zwei Runden noch. So, ich werde danach in die Runde, in die Box gehen und mir auf Medium holen. So, ich bleibe jetzt natürlich wieder auf der, geht es wieder volle Power. Bei der gebe jetzt wieder volle Energie. We're gonna box this lab. Push hard on the in-lab. Danke, Albon. Hat er mir jetzt den Flügel kaputt gefahren? Ja, da nicht. Weil da hat er mir einen schönen Schlag gegeben gerade in dem Moment. Den habe ich gespürt. Aber auch für meinen Rennern. So, Bottas hier weit vorbei an Verstappen. Ich denke, dass wir jetzt gleich den Wechsel machen werden auf eben die Medium. Ausfälle haben wir noch keine heute. Also jetzt gerade zumindest nicht. Wir haben noch 8 Ründchen. Mal wie die Reifen aussehen, 63%. Ja. Hinten zumindest die Hinterachse, die geht richtig drauf gerade. Klar, die rennen einfach mal wieder ein paar Prozent drauf, ne? Die haben wir auch im Qualifying gejagt. Und jetzt geht der Albon. Der probiert es natürlich immer wieder. Und wir kommen auch gar nicht wirklich weg vom Feld. Und können jetzt ein bisschen atmen.
Ah, ich muss jetzt auf die Mediums gehen. Das sind jetzt, ist jetzt zu riskant, da jetzt auf große irgendwas zu reißen. Weil bevor mir die hinten links kaputt gehen. So, nächstes Auto geht in die Box. Ich muss sie jetzt runternehmen. Ich muss die Mediums jetzt runterziehen, weil es bringt jetzt auf die, die Mediums runterziehen. Oh, das reicht für den, zumindest für den Red Bull. Es reicht für den Red Bull, also zumindest für den ersten. Verstappen haben wir hinter uns, Hamilton haben wir hinter uns. Das hat schon mal funktioniert. So, ich gebe jetzt mal wieder ein bisschen Gummi, weil ich die Möglichkeit haben will, vielleicht den Albon zu behalten, hinter mir zu behalten. Weil ich glaube, dass der vielleicht sogar Glück hat, dass er vorbei ist von mir. Und wir haben jetzt noch 7 Runden. So, die Frage ist, reicht es gegen Alexander Albon oder geht der tatsächlich vorbei? Ich rechne fast, dass er vorbeigehen kann. So, alles was jetzt vor uns da ist in der Altstadt, das war natürlich schon noch nicht in der Box. Wir sind momentan noch P16, also es war noch nicht viel in der Box. Nehmen wir da ein bisschen weg von Verstappen. Monaco hat es funktioniert. Da habe ich die Jungs, die hinter mir waren, noch hinter mir gelassen. Reicht es hier auch nur im Baku? Oder wird mir tatsächlich jetzt gleich der Albon da vorbeigehen? Ich konnte nicht eine Runde länger draus, sonst ging nicht. Ich hatte hinten direkt 72%. So, komm, bis zur Quia bis zur Zeit. Die Kollegin der Boxengasse, okay. Das könnte knapp aufgehen. Könnte reichen oder könnte nicht reichen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück dabei. Es reicht! Es reicht gegen Albon, jawohl! Und damit dürfte man wieder das Rennen anführen. Yes, yes! 6 Runden noch. Die vor uns, die Jungs, die sind alle noch nicht in der Box gewesen. Latifi, Giovinazzi. Also Latifi momentan nach 0,1 Sekunden vor und der wird auf jeden Fall erstmal noch in die Box müssen. Und was noch davor ist, weiß ich nicht. Also Giovinazzi sehe ich, klar, aber was da noch vor ist, weiß ich nicht. Aber erstmal führen wir ein Rennen an. Das ist wieder das Rennen. So. Ocon's in first place. Ocon, okay. Dann weiß ich zumindest nicht, bis auf die, weiß ich momentan nicht, wer der Zweitplatzierte liegt, ist. Okay, Albon ist hart. Gut. Das ist gut, das ist gut, dass wir mit so ein bisschen jetzt wegarbeiten können. Also wir wegarbeiten können. Wir haben die schnelleren Reifen drauf. Er geht natürlich auf die Nummer sicher. Und er kommt nicht rein in die Situation. Er kommt nicht ran. Stales bringt ihm nichts. So, da gehen jetzt alle die anderen in die Box und damit führen wir das Rennen wieder an. Plötzlich ist nur Ocon auf 4. Ja, reicht es. Reicht für Ocon. Sainz, ja, na, da wird sich noch ein bisschen was ändern. Und Hamilton ist jetzt dabei vorbei an Albon. Wir haben noch 5 Runden. Wir können jetzt ein bisschen absitzen jetzt. Während die da hinten schon am Bekämpfen, sich am Bekriegen sind, soll mir das recht sein. Ich arbeite mich jetzt gerade wieder ein bisschen weg. Da kann ich jetzt die letzten 2-3 Ründchen vielleicht nochmal pushen. Bestzeit momentan auf Soft. Auf den Medium.
Klar, Lewis Hamilton ist momentan dran an uns jetzt wieder. Der dritte momentan ist aber nur Con. Albon kann mit den Harts nichts machen. So, auch wieder durch diese S's durch, diese Kurvenkombination durch und jetzt ist noch ein bisschen weg. Hamilton, Bestzeit. Ja gut, okay. Der weiß, was er kann. Und haben wir werden den nächsten Punkt nicht holen. Aber können wir das Ding gewinnen? Noch 4 Runden, liebe Leute. 4 Ründchen noch. Ich bleib jetzt mal fett, damit ich ein bisschen mich abarbeiten kann. Könnte da reichen, dass wir vorne bleiben. So, wieder bis zur Sektor 1. Die will ich haben, die Zeit von Hamilton. Versteher, der war nicht gut, der war auch nicht in der Förderlist. Er möchte natürlich gerne an uns vorbei. Scheiße, da bin ich jetzt schlecht. Da bin ich jetzt besonders schlecht rausgekommen aus der Kurve. Und jetzt fühlt auf einmal Ocon an, das Rennen. Ja, dankeschön, Hamilton, ey. Hab da top gemacht. Also da, das Problem, dass ich jetzt eigentlich Ocon nach hinten ziehen wollte und auf einmal der Hamilton noch daneben war. Also da kann ich nichts mehr machen. Mann. Könnt ihr auch mal vernünftig, also das heißt vernünftig. Hast du schön versucht, da mal mich zweimal wegzudrücken. Das soll jetzt Bestzeit. Damit da noch Medium momentan, ja. 3 Runden noch. Green Flag. Gut, vielleicht jetzt auch mal ein Safety Car oder so. Na, ja, wird aber nicht kommen, nicht um die Zeit. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwo gelb. Virtual Safety Car deployed. Slow down and maintain a positive delta. Virtual Safety Car is deployed. Vettel. Mein Rivale. We have 5 laps of fuel remaining. Damit habe ich meinen Rivalen auch geschlagen. So, wir haben noch 3 Ründchen. Mit 10, also gehen wir gleich in Runde 11. Solange das VSC draußen ist, ist mir das herzlich egal, weil da kann die nämlich nichts mehr machen. Nicht überholen, nicht angreifen, gar nichts. Power from the engine is going to be down slightly. It's showing some minor wear. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. So, ich glaube, mit dem DRS, das kannst du nämlich jetzt knicken gerade. Das hast du nämlich nicht. So, einen darf ich blocken. Ich setze mich jetzt so weit nach außen, dass ich nichts mehr mache, dass der... Ah, scheiße, jetzt habe ich den Hamilton wieder an der Backe. Ja, das kotzt mir gleich.
Sorry, da bin ich ein bisschen rausgerutscht. Und dann geht der Sainz vorbei und führt. Sorry. Oh, Mann. Was hat denn mein komplettes Rennen? Da geht der Sainz vorbei und versaut mir mein komplettes Rennen. Oh, Mann. Sorry, Leute. Ach, die Folge kann ich noch nie hochladen. Das war ich jetzt. Ach, ich krieg gerade noch einmal. Die Folge kann ich noch never ever hochladen. Ach, ich hab keinen Bock mehr. Ich gebe auf. Ach, kotzt mich gerade an. Nee, ich krieg's gerade nicht hin. Ich muss ein später Konto. Warum will dieses Auto nicht bremsen eigentlich? Sagt er mir. Der will einfach nicht bremsen, der hat keinen Bock auf da drauf. Es war ein Versuch wert. Ich krieg die Folge nicht mehr aber hochgeladen. Na, dann wird das dann so das Rennen gewinnen. Okay, clear. Mann, diese Scheißecken da jedes Mal. Ich ziehe jetzt gerade 10 Rückblenden ineinander. So, Ferrari schaltet nur mit beiden Autos aus. Oh Gott, hau ab, Mann, hinter mir. Geh mir nicht auf die Nüsse. Ich komme jetzt nicht rein in die Situation, ne? Ich muss ja versuchen, irgendwie den Sainz doch zu kassieren, sonst gibt nimmt er mir gerade meinen ersten Saisonsieg weg. Jetzt ist er weg. Scheiße, Mann! Weil ihr nichts machen könnt, ey, teilweise. Du wirst von 2 Autos, 3 Autos eingekesselt. Du hast keine Chance, irgendwas zu reißen. Und ich versuche es jetzt nochmal. Jetzt ist er weg.
Also jetzt muss es halt passieren, dass er dann am Ende doch ausscheidet. Letzte Runde haben wir jetzt noch. Mann, das ist zu kotzen, ey. Du bist aber durch von 10 Autos eingekesselt. Jetzt kommt der Typ, kommt der Idiot auch wieder angeschissen hier. This is your final lap. Final lap of the race. Und das sagt er, wie der ist, das kriegst du nicht. Jetzt habe ich verloren. Er muss jetzt ausscheiden, also das sind zwar nur 2 Sekunden, aber ich versuche es halt nochmal dran zu bleiben. Ne? Your DRS is offline. The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. Wieder ein übelster Quersteher jetzt. Ja, das war's. Also das Ding hat der... Und wieder ein Rennen verloren von der Pole. 2. Platz. Die Chancen waren da. Ich kann mich über dieses Podium nicht freuen. Jetzt muss es nur Platz 2 heißen. There's only one lap of fuel remaining. Hau ab von mir, alter Ocon. Hau ab einfach nur ab. Du gehst mir echt auf den Sack. Mann, du gehst mir so auf den Piss, Alter, mit deiner Scheißaktion. Und wirst doch für die Kacke belohnt, was du da fabrizierst, ne? Ey, du wirst doch wohl für die Scheiße da belohnt, was du da abziehst, ey. Really well. Super driving. Weißt du, du wirst in der vorletzten Kurve abgeschossen und kriegst noch einen Platz, du bist noch Dritter am Ende noch. Fuck, Alter, ey. Und damit endet ein weiterer großer Preis von Aserbaidschan. Das war ein interessantes Rennen und ein verdienter Sieg. Das war nicht verdient. Das heißt ja, aber dieses Ocon-Ding, der schießt mich in der letzten Kurve noch weg und wird dann auch für eine Kacke Stefan, belohnt, die er macht. Mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Die Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Es war ein fantastisches Rennen für das Team von McLaren, das steht fest. Sie werden heute Abend mit Sicherheit ordentlich eine Party feiern. Aber das ist halt typisch Ocon. Der schießt halt gerne mal Leute weg, wenn es sein muss. Scheiße, noch belohnt, ey. Weißt du, 2. Platz, du bist du abgeschossen. Nur abgeschossen die ganze Zeit. Hauptsache, man kann nicht... Ist egal, scheiß drauf. Komm, ich freue mich, 3. Platz, passt so. Mein Gott, alles gut. Schauen wir uns nun an, wie sich die Fahrerwertung verändert hat. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Esteban Ocon. Er hat einfach am meisten Talent dafür, seine Reifen optimal auszunutzen und das hat er heute gezeigt. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Mann, was für eine Kacke da abgeliefert wurde. War nicht mein bestes Rennen, muss man sagen, ey. Und dann noch der negative Höhepunkt. Weißt du, du wirst wieder mal nach Pole auf 3 geholt. Weil sie dir wieder kurz vorm Ende die Karre regelmäßig segeln. Egal, der Scheiß drauf, da kommt noch einer rein. Probieren wir es doch. Ich meine, ich habe es auch ein paar Mal gemacht, muss ich sagen. Also diesmal war es wieder einer meiner schlechteren Rennen. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Was? Nein, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Ein weiterer Platz auf dem Podium. Langsam muss es Ihnen da oben ja vertraut vorkommen, oder? Nein, definitiv nicht.
Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. Tja. Hatten Sie das Gefühl, dass das Rennen für Sie heute gut gelaufen ist? Definitiv nicht. Was hätte besser laufen können? So. Klasse, das war dann alles. Einfach ein Sieg komplett weggerissen. Und dann auch kurz vor mir, oh, der Flügel geht ja noch kaputt, den musst du ja auch noch... Ach, naja, egal. Schade, 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 schade. Das wäre ein bisschen besser gelaufen. Also das war wieder einer meiner absolut beschissensten Rennen. WM-Punkte. Ja, das wäre halt möglich gewesen. Ne, jetzt habe ich 15 Punkte. Also es wäre definitiv... Sieg wäre halt sogar noch mit drin gewesen. Das wäre der erste Saisonsieg gewesen, aber der wird einem ja lieber gerne nochmal weggerudelt haben. Mein Sainz hat es gut gemacht, der hat sich überholt, ich kam nicht mehr hinterher, aber was O'Connor noch abgeliefert hat, kurz vor dem Ende, weißt du, in der vorletzten Kurve sagt er, ich knall dir noch ins Auto rein, wird weggedreht und kommt dann noch vorbei und wird dann noch Zweiter, weißt du, da hätte er mindestens noch eine Sekundenstrafe gekriegt, aber ist egal, das kann nicht sein. Naja, wie dem auch sei. So, Sponsoringsverwalten. Das habe ich leider nicht hingekriegt. Machen wir das hier, komm. Gehen wir mal, schrauben wir mal ein bisschen was runter. So. Fahrzeug, Verbrennungsmotor. Haben wir hier irgendwas? Da haben wir noch einen Motor rein. Und nächste Rennen ist dann Kanada. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge und dann hoffe ich, dass das alles ein bisschen einfacher, besser läuft.